Heute geht es um einen Steuertipp, den haben überraschenderweise nicht alle am Schirm, obwohl es eigentlich ein ziemlich simples Thema ist. Aber wenn man eben steuerlich nicht beraten ist, dann ist natürlich klar, man weiß es einfach nicht so, weil es sagt ja einem niemand. Deshalb eben genau dieses Video. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Statzinger, ich bin Online-Steuerberater für Dienstleister, für Berater und für Agenturen in Österreich. Und zwar der heutige Steuertipp, den ich mitgeben möchte, ist das sogenannte geringwertige Wirtschaftsgut. Ein geringwertiges Wirtschaftsgut, das ist ein physisches Produkt, das du für dein Unternehmen kaufst, was einen Warenwert hat von 1000 Euro oder weniger. Je nachdem, ob du umsatzsteuerpflichtig bist oder nicht, gilt entweder dein Brutto- oder dein Nettobetrag. Wenn du Kleinunternehmer bist, dann gilt für diese 1000-Euro-Grenze der Bruttobetrag, also inklusive Umsatzsteuer. Wenn du kein Kleinunternehmer bist und du die Umsatzsteuer zurückholen kannst, dann gilt der Nettobetrag. Also dann kann das Produkt eigentlich sogar 1200 € kosten, inklusive 20% UST. Und dann kannst du dir die 20% Umsatzsteuer sowieso zurückholen und der Nettobetrag ist 1000 € und somit handelt es sich um ein geringwertiges Wirtschaftsgut. Ja, und warum ist das so ein Steuertipp oder ein Steuerbenefit, nennen wir es mal so? Grund ist einfach der, dass wenn du normalerweise irgendetwas kaufst für dein Unternehmen, also ein physisches Produkt wie einen PC, wie ein Handy oder auch ein Auto oder eine Immobilie sogar, all das musst du abschreiben. Abschreiben bedeutet, dass du nicht im ersten Jahr, wo du diese Investition tätigst, alles auf einmal abziehst von deiner Steuer, von deinem Gewinn, sondern du musst dir anschauen, dieses physische Produkt, was du kaufst, was ist die voraussichtliche Nutzungsdauer in Jahren? Und dann musst du das aufteilen auf die entsprechende Jahresanzahl und dann kannst du eben immer nur einen Teil davon pro Jahr abziehen. Beim Auto ist das zum Beispiel in der Regel 8 Jahre, also wenn du ein Auto kaufst, um 40.000 € musst du es dividieren durch 8 und kannst pro Jahr nur 5.000 € in die Steuererklärung mit aufnehmen und somit musst du es eben verteilen und du kannst deine Ausgabe erst in den nächsten, also in den folgenden Jahren wirklich in voller Höhe abziehen. Und das gilt eigentlich für alle Produkte, die du kaufst. Also du musst dir immer anschauen, was ist die voraussichtliche Nutzungsdauer. Und jetzt kommt das Aber, das gilt erst für Produkte, für physische Sachen, die du kaufst für dein Unternehmen, ab eben der Höhe über 1000 €. Also wenn du irgendetwas kaufst, was unter 1000 € wert ist oder gerade 1000 €, dann kannst du das im ersten Jahr in voller Höhe abziehen. Und was ist jetzt das Wichtige daran zu wissen, oder was wäre gut, wenn du das weißt, dass du damit zum Beispiel am Ende des Jahres wichtige Anschaffungen noch tätigen kannst, um somit am Ende des Jahres noch deine Ausgaben ein wenig zu reduzieren. Also Entschuldigung, deinen Gewinn ein wenig zu reduzieren mit Ausgaben. Und wenn du zum Beispiel ein Handy kaufen würdest, was netto, sagen wir Nettobetrag jetzt, weil du dir die Umsatzsteuer sowieso zurückholst, wenn du die Wahl hast zwischen einem Handy von 1000 € und 1100 €, dann ist es so, wenn du das Handy um 1000 € kaufst netto, dann kannst du es im ersten Jahr ganz reinnehmen und abziehen von deinen Einnahmen. Und im zweiten Fall, 1100 €, da kannst du es eben nicht in voller Höhe reinnehmen, sondern du musst es auf 3 Jahre verteilen. Und das ist halt der Unterschied. Weil du im einen Fall, obwohl es nur 100 € billiger ist, die volle Höhe im ersten Jahr abziehen kannst. Im zweiten Fall musst du schon verteilen. Wenn du das bisschen im Hinterkopf hast, wenn du Investitionen tätigst, dann kannst du zumindest im kleinen Rahmen schon ein bisschen Steuern sparen. Und das ist trotzdem etwas, wo man ein bisschen tricksen kann, was aber nicht alle am Schirm haben. Also wenn dir dieser Tipp gefallen hat, dann abonniere gerne den Kanal, lass auch gerne ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal.